Meine Forschung beschäftigt sich mit der Versorgungsqualität. Mit diesem spezifischen Projekt möchte ich die Bewegung älterer hospitalisierter Personen verbessern. Wir wissen, dass hospitalisierte Personen sich zu wenig bewegen, was zu negativen Konsequenzen führen kann, wie zum Beispiel einem Verlust der Selbstständigkeit und Einweisung ins Alterspflegeheim. Wegen multiplen Hindernissen aus Seite der Patientinnen und Patienten, des Gesundheitspersonals und des Spitalumfelds ist es jedoch schwierig, die Bewegung im Spital zu verbessern. Mit dem Intumab-Forschungsprojekt möchten wir herausfinden, ob eine Intervention zur Förderung der Bewegung, die die hindernden und fördernden Faktoren berücksichtigt und die Zusammenarbeit mit Patienten und dem Gesundheitspersonal entwickelt wurde, mögliche Einschränkungen in der Bewegung nach einem akuten Spitalaufenthalt reduzieren kann. Zu wenig Bewegung während einem akuten Spitalaufenthalt führt zu negativen Konsequenzen, vor allem im Alter. Unter anderem zu längeren Spitalaufenthalten, erhöhtem Sturzrisiko, Muskelverlust, Verwirrtheit, Depression, Verstopfung, Schlafstörungen, Verlust der Selbstständigkeit oder sogar Tod. Jedoch bleiben hospitalisierte Personen zu viel im Bett. Vorherige Studien konnten die Bewegung während der Hospitalisation zwar erhöhen, jedoch mit zusätzlichen Ressourcen, wie zum Beispiel eine Steigerung des Personals, was im klinischen Alltag nicht verfügbar ist. Um die negativen Konsequenzen der fehlenden Bewegung im Spital nicht nur in Studien, sondern auch in der Praxis zu reduzieren, müssen wir einen Weg finden, die Bewegung ohne unverfügbare Ressourcen zu verbessern, damit beschäftigt sich die Intumab-Studie. Die verschiedenen negativen Konsequenzen der fehlenden Bewegung im Spital, wie zum Beispiel längere Spitalaufenthalte, Verlust der Selbstständigkeit und Einweisungen ins Alterspflegeheim, führen zu finanziellen und sozialen Kosten, die die Gesellschaft tragen muss. Mit der Alterung der Bevölkerung und den explodierenden Gesundheitskosten wird das Problem in den nächsten Jahren immer größer werden. Eine Verbesserung der Bewegung älterer hospitalisierter Patientinnen und Patienten könnte diese Kosten und negative Konsequenzen für die Gesellschaft limitieren. Wie die wissenschaftlichen Kenntnisse in einem Projekt umgesetzt werden können, das im klinischen Alltag dann auch realistisch implementiert werden kann, finde ich sehr faszinierend. Die Entwicklung des Projekts mit Patientinnen und Patienten sowie mit dem Gesundheitspersonal finde ich auch sehr begeisternd und sehr lehrhaft. Die Entwicklung einer Intervention erfordert auch sehr viel Kreativität. Eine große Herausforderung ist der Einschluss in einer Studie von älteren Personen, die noch zusätzlich hospitalisiert sind und sich krank fühlen. Eine zweite große Herausforderung ist, dass bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Studie frühzeitig enden muss. Entweder weil sie nicht mehr mitmachen möchten oder weil sie versterben. Eine dritte große Herausforderung ist die aktive Teilnahme vom Gesundheitspersonal, vor allem in der aktuellen Situation, wo jede zusätzliche Arbeit schlecht angenommen wird. Das Forschungsprojekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert, konkret durch einen sogenannten Ambitione-Karriere-Grant. Der Grant zahlt einen Teil meines Lohns sowie die weiteren notwendigen Kosten für die Durchführung des Projekts. Die Finanzierung des Schweizerischen Nationalfonds dauert 4 Jahre.